Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, wir hatten hier. Okay, der ist schon despawned gerade. Wir hatten hier aber schon Besuch, bevor ich die Aufnahme starten konnte. Und ja, ich bin jetzt mal ein bisschen hier rumgelatscht. Und ich glaube, wir gehen jetzt. Da hinten sehe ich nämlich auch was, was ich noch gar nicht kenne: Navescane Falls, Truck Stop und Diner. Hört sich doch eigentlich gar nicht so schlecht an, aber ich würde hier gerne in die Baustelle auch reingehen. Na, das sieht nämlich irgendwie auch voll cool aus. Ich glaube, das Gebäude gab es damals schon, wurde aber wohl anscheinend ein bisschen umgeändert. Und vielleicht kriegen wir ein bisschen... Ja gut, wir haben schon gute Dinge, ne? Oh, das ist sehr gut. Einmal hierfür, einmal noch, dann kriegen wir Werkbank, glaube ich. Einmal Werkbank, einmal elektrisches Handwerk. So, ne, weil Baustelle, vielleicht kriegen wir da... Ein bisschen was für... Ja, ein bisschen Licht wäre auch schön. Ich habe meine Fackel vergessen. Oh Gott, ich hoffe, da oben ist irgendwo eine Fackel. Ich habe über Nacht wieder in der Mine gebuddelt. Ja, und ratet mal, ich habe es vergessen. Wieder ein Arbeitsbuch. Jetzt, nee, Schmiede, sorry. Nicht die Werkbank, sondern Schmiede. Wir können jetzt eine Schmiede bauen. Das ist so herrlich. Das ist so unfassbar herrlich. So, jetzt geh mal langsam Richtung Produktivität rüber. Und liegt da... Ja, da liegt ein Alba. Das ist keine Leiche. Da liegt ein Alba Zombie. Oh, ich höre sie aber schon irgendwo. Ich höre sie schon wieder irgendwo. So, warte, nicht zu viele jetzt, bitte. So, die war eigentlich damals schon nicht schlimm, die... Mal gucken, vielleicht haben sie ja jetzt mittlerweile einen Keller drunter gebaut und lauter schlimme Sachen. Wer weiß. So, erstmal schön looten. Der Weg nach Hause ist weit, aber wir haben ja auch mittlerweile einiges gebaut hier. Aber irgendwie finde ich das schön hier, so wie heißt das? Den Grundstein. Hier kommt dann wahrscheinlich auch eine tragende Wand rein. Ich finde das cool. So, da haben sie Holz und Samt. Das heißt, sie wollten hier wahrscheinlich ein Nebengebäude irgendwie hinbauen. Ja, gut, das ist ja eigentlich auch nur eine Garage hier rechts. Vielleicht dann hier dann die das Wohngebäude. So, mitnehmen. Irgendwie wirkt gerade das Wohngebäude kleiner wie die... Na, eigentlich nicht. Das ist eine Täuschung, weil halt nichts da dran ist. Und wir brauchen unbedingt eine Fackel. Oder ich gehe gerade kurz irgendwo anders. Irgendwo muss doch eine Fackel sein, oder? Ich kann doch nicht so ohne was da reingehen. Dahin wäre dann auch nochmal so ein Trailer. So ein Wohnwagen. Ja, ich muss in den Toiletten gucken, ob da ein Zombie drin steht. So, warte, warte, warte. Der eine Zombie hat mich vorher nämlich schon einmal gehittet. Au, der jetzt auch. Ich habe nur noch zwei Verbänder. Ich weiß gar nicht, haben die überhaupt schon... Verband kann ich ja noch nicht herstellen. Doch, kann ich wohl. Ha, kann ich wohl. Ich sag ja, also in dieser Alpha... Ihr glaubt gar nicht, wie unfassbar schwer ich mir da tue. Durch dieses Bücherlesen, ich krieg das gar nicht mit, was ich überhaupt schon kann... Und was ich nicht kann. Ne, so. Ja, ich lerne halt. Klicke einfach nur an. Lesen. Ich gucke zwar vielleicht mit dem höchsten der Gefühle, gucke ich, was ich da lese. Also ob es jetzt elektrisch ist oder Sammelwerkzeug oder Reparaturwerkzeug. Aber das war's dann auch schon. Und ich passe auch nicht auf, was wir dann genau lernen. Oder was wir dadurch freischalten. Da bin ich ganz schlecht drin, muss ich sagen. So. Okay, da sind auf jeden Fall Viecher drin. Das ist doch bestimmt nur Holz. Ja, klar ist das nur Holz. Da ist nämlich der Handloot drin. Da sitzen aber überall die kleinen Äffchen und wollen uns dann töten. So, da kommt noch irgendwo ein halber angekrabbelt. Da ist er ja. Wir gehen da nach oben, aber ich will da nicht runterplumpsen. Und dann mit den Zombies da eingesperrt sein. So, wenn ich das verhindern kann, dann bitte gerne. Oh, den Schlafpilz habe ich jetzt... Nein, 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 du sollst doch hierher kommen. Eieieiei.
So, vielleicht kriegen wir den ja tot. Ich habe nie so viel Heilung. Das heißt, wir müssen unbedingt auch mal in die Wüste Aloe Vera Creme holen. Damit wir uns auch mal hier vom Wände und so basteln können. So, 500 oder 1000? Wer schneller fertig? Wer ist schneller fertig von uns beiden? Zack. So, hat jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Doch, habe ich. Jawoll. So, dann treffen wir auch vielleicht den Typi jetzt da hinten. Oh, ja, schöne Nacken. Oder in die Schulter? Au, das sieht schmerzhaft aus. Also für ein neues Piercing reicht's nicht, aber... Au. Au, wenn man das jetzt so raus... Oh, ich darf gar nicht dran denken. So, jetzt steh mal auf, Freundchen. So. Das ist schon wieder ein bisschen fester. Deswegen hauen wir hier das weg und hüpfen einfach rein. Man muss genauso schlau sein wie die Zombies. Warte mal, sind Zombies überhaupt schlau? Nicht, dass wir uns jetzt schlechter machen, als wie wir sind. weil. So, mach dann Tor auf. So, siehst du? Und schon können wir abhauen, falls was ist. Okay, Pass and Gas. Mal gucken, ob es für ein Fahrrad reicht. Ich finde auch, in dieser... Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, in der Alpha 20 hat man oft mal sich schwer getan, Reifen zu finden. Da hat man oft fürs Fahrrad dann schon ein... Oder auch später ein Dämmerdieb. Nachts 5 MP mehr durch Kills. Oh, sehr schön. 2 Verbänder. Was wollte ich jetzt erzählen? Verdammt, ich sollte mal am Ball bleiben. Warte. Komme ich nochmal drauf? Genau, Räder. In der Alpha 20 hat man bei weitem nicht so viele Räder gefunden, wie jetzt hier in der Alpha. Ne, während ich hier teilweise schon 20 Reifen zu Hause rumliegen habe, hat man für die andere dann, oder in der anderen Alpha, oft mal ein bisschen Säure opfern müssen, um sich ein Rad zu bauen, damit man überhaupt dann das Fahrzeug bauen kann. Oder konnte. Also das finde ich... Au! Oh, gut, dass wir uns geheilt haben. Es ist zu eng da oben zum Schlachten. Kannst du runterpurzeln? Kommst du runter? Ah, da ist er runtergeplumpst. So, gehst du kaputt? Warte. Ach, da oben ist er noch nicht fertig gebaut. Tja, da war die Schädeldecke weg. Leg dich mit dem Pfötchen an und du stirbst wie alle dann. So. Na, ich weiß nicht, ob man hier runterfällt. So. War hier nicht früher irgendwas dahinter? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Nee. Working Stiff. Jetzt gibt uns eine 6er Steinachs. Und, ja gut, das geht auch. Jetzt können wir Qualität 5 herstellen. Ja, siehst du mal. Holzknüppel zwar immer noch auf Level 1, aber wir hatten beim Buddeln oder vorher schon, weiß ich gerade gar nicht, Level Up. Und da habe ich jetzt mal dem Prügelpeter den Gangster gegeben. Na, erstens weniger Ausdauer, was man verbraucht. Und wir finden jetzt mehr Teile dafür, also auch Bücher. Und da habe ich halt dann schon so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da ein bisschen was zusammenbekommen. So, das können wir. Und da will ich jetzt... Gut, das wird viel zu schwer sein für uns. Oh, das wird viel zu schwer sein. Aber das sieht so schön aus. Jetzt kommt auch noch der Silent Hill Nebel dazu. Und da hinten... Oh, das ist so ein Checkpoint wahrscheinlich. Oh, das wird super, aber das wird so bösartig. Nevis Count Falls, deiner 3 Totenköpfe. Ja, aber wenn wir da reingehen wollen, dann wollen wir da reingehen. Aber ich werde sterben. Ich werde da doch hundertprozentig sterben jetzt. Vor allen Dingen, wir sind ja schon wieder überladen. Oh, Stacheldrahtzaun. Schade, dass wir sowas nicht bauen können. Das wäre irgendwie schön. Die ganzen coolen Sachen haben uns die Pimps geklaut, die Frechen. So. Warte. Aber ich finde schon, dass die Ausdauer sich jetzt
beim Prügel zumindest schon mal ein bisschen bemerkbar macht. So ein kleines bisschen. Papierkits und so kann ich alles noch gar nicht gebrauchen. Station. White Station? Kann ich gerade gar nicht lesen. Aber wir sind ja auch erstmal in diesem Pio hier. Jetzt machen wir nicht hier. Oh. Polizeiauto haben wir. Wir haben zweimal die Chance. Wir haben zweimal die Chance. Einmal Pfötchen drücken. Ja, vielleicht. Ah, schade. Nochmal. Aber das wird nix. Das wird nix. Ja, man kann sich natürlich, wenn man die Dinger nutzt, was ich persönlich nicht mache, man könnte sich beim Händler die 100% Knackchance Kaugummis, Bonbons, Süßigkeiten, irgendwas holen aus dem Automaten. Wenn man ganz viele Lockpicks hat, dann einmal komplett durch die Stadt rennen und alle Polizeiautos knacken. Da braucht man ja rein theoretisch dann auch nur ein, zwei Lockpicks. Ne? Muss ja gar nicht so viel sein. Bei 100%, dann dürfte er ja auch nie kaputt gehen. Es sei denn, sie haben es geändert. Und falls ihr euch fragt, ich glaube, die Experimental-Version ist draußen. Ich werde aber nur noch von Stable zu Stable wechseln. Weil wir haben ja bei dem Twitch-Spielstand haben wir ja jetzt mittlerweile auch mit der großen Villa schon angefangen zu bauen. Und wenn dann doch mal wieder was ist, das Experimental auf Stable, Stable auf Experimental bisschen schief läuft, möchte ich das nicht. Deswegen, also ich werde nicht in der Experimental wechseln. So. Da muss jetzt Stable bleiben bei uns. So. Weil irgendwann, wenn sie sagen, okay, die Experimental ist, aber die ist in Ordnung so, dann kriegen wir die auch automatisch. Also der rennt gar nicht. Ich dachte, der rennt. Steht da vorne schon? Nee, da steht kein Biker. So. Dann wird die sowieso demnächst dann auch bei uns dann sein. So, die hängt am Gartenzaun. Ein Zombie hängt am Gartenzaun. Genau so muss es sein. Nicht runterfallen oder so. Warte. Wir kriegen nur Schrott hier. Was ist denn los? Hä? Ah, da läuft die wahrscheinlich hinten rum. 1127. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll gerade. So, warte. Hör auf, mir nachzurennen. Das ist unhöflich. Okay, sehr schön. Ich versuche, glaube ich, erstmal ein bisschen außen rum zu gehen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst, da reinzugehen. Tatsächlich. So. Aha. Erstmal wieder. Ich kann ja auch noch nichts herstellen Richtung Knüppel. Nee, warte, so. Das kann weg. Kaffee kann weg. Kürbis würde ich an und für sich aber gerne mitnehmen. Sand kann erstmal weg. Die können wir schrotten. Schießpulver können wir auch erstmal wegpacken. Munition, Dingsen brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Für die haben wir keine Muni. Messing kann weg. Vielleicht mal aufheben. Aber wir könnten die... Nee, warte, Papier kann weg. Das können wir schrotten. Es gibt Steine. Die würde ich mitnehmen. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt mal unsere Pfeile hier runter. Dann sind wir nicht mehr überladen. Jawohl, so machen wir das. Jetzt ist nur die Frage, ist hier ein Hund? Werden wir gleich sterben? Na, unsere Waffe, unsere Ausdauer, unsere Rüstung sieht ja alles nicht so knocke aus hier. So. Okay. Das ist ein Tanker. Sieht schon cool aus. Also, man kann mittlerweile echt coole Sachen bauen. Muss man ja sagen. So, können wir auch gleich wieder schrotten. Schrotten weg. Messing weg. Ist der... Okay, ist es verschlossen. Schmeiß das Blei weg. So, der geht nicht auf. Da ist er auch nicht auf. Die sind... Ach so, jetzt wird's dunkel. Ich hab doch kein Feuer mehr.
Ich hab doch nichts mehr. So ein Käse. Wir bräuchten eigentlich eine Fackel, Leute. Bevor wir. Ich habe meine Zuhause vergessen. Es war schön Tag. Ich habe alles gesehen. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Okay, warte. Wir müssen erst eine Fackel suchen. So ein Käse jetzt. Oh. Ja, das ist halt, wenn man nachts schön in der Mine buddelt. Und einfach, warte mal, könnte ich denn eine Fackel herstellen? Da fehlt uns nur Tierfett. Ja, jetzt wo finde ich jetzt, wo finde ich jetzt irgendein Viech, was wir schnell umholzen können? Einfach nur für Fett. Eieieiei. Das ist jetzt richtig schlecht. Ich kann nirgendwo reingehen, weil wir nichts sehen. Oh Gott, Leute. So, ist da vielleicht ein Hund drin oder so? Nee, aber eine Werkbank. Oder wir gehen nach Hause und bauen eine Schmiede und holen die Fackel. Aber der Weg ist so verdammt weit. Bin extra hierher gewatschelt. Gerade alles nicht so einfach. Hoffen, dass wir irgendwo einen Hund begegnen. Hoffen, dass wir. Nee, das ist gerade einfach alles nur blöd. Oh, ich kann doch jetzt nicht heimlaufen. Jetzt, warte, 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 warte. Das Haus, nee, das brennt. Oft hat man ja, ne, so Wegführung der Pimps. 5% weniger Schaden, wenn du einen Anzug trägst. Nee, danke. 5%, wenn man der Fackel folgt, so. Aber ich glaube, hier folgt man nicht der Fackel, sondern nur dem verbrannten Licht. Okay, wir brauchen eine Fackel. Da mal wieder rumgefehlt, ne? Habe ich mal wieder richtig schön rumgefehlt. So ein Käse. Papier kann aber gleich weg. Und ich kann aber jetzt nicht in die Gebäude rein, um eine Fackel zu suchen. Warum nicht? Weil es zu dunkel ist. Genau. Dafür brauche ich eine Fackel. So, da ist auch. Wo könnte ich? Ich sehe jetzt überall brennende Fässer. Bogenschießen. Sprengpfeile. Sprengpfeile ist jetzt natürlich was Feines. Vielleicht hier. Da vielleicht eine. Man muss ja hier hochklettern. Dann sollte man darüber springen, aber ich sehe keine Fackel. Wenn ich da jetzt reinspringe, bin ich tot. Weil ich nichts sehe. Oh Gott, da hinten. Oh, da ist ein Zombiebär drin. Zumindest war da immer ein Zombiebär drin. Der würde natürlich Tierfett geben. Jetzt erkunden wir einfach mal schön die Gegend hier. Unfreiwillig wohlgemerkt. Oh, wenn meine Pläne immer scheitern. Es ist so ätzend. So. Und dann auch noch aus meiner eigenen Doofheit heraus. Na? Nee, das ist auch ein Licht. Aber vielleicht. Drei. Dr. Smith's Residenz. Vielleicht ist da unten eine Fackel. Warte mal, hier ist nämlich gerade schön Licht. Jetzt bin ich eigentlich auch schon überladen. Ach, Leute, wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht. Es ist einfach so. Da sieht man erstmal, wie unglaublich dunkel 7 Days geworden ist. Oder es war immer schon so dunkel. Nur es fiel einem nicht so auf. Aber ich sehe da unten jetzt keine Fackel und da ist zappenduster da unten. Oh, warte mal, könnte hier nicht auch ein Hund sein? Oh, ich kann doch jetzt nicht überall anfangen zu looten und wieder abhauen. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Wenn man mal was ganz dringend braucht und sucht. So, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, wo könnte eine Fackel sein? Hier. Oh, da wäre ein Keller. Ja, da könnte aber auch ein Hund sein. Ich brauche mal, glaube ich, Powell-Residenz. Ja, dann gehen wir da gleich rein. Moment. Ich würde euch ja gerne Licht machen, aber das gestaltet sich gerade schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Dann holen wir hier ein paar
Haya und Nesta und komm, gehen wir mal da durch. Nur mal gucken, ob bei dem Keller vielleicht direkt ein Lichtlein wäre. So kurz vor Ende, wenn man rauskommt, noch ein Licht. Oh, ne, hier geht's rein. Und hier ist natürlich keine Fackel. Es ist früh am Morgen und es ist zappenduster. Und hier ist auch ein brennendes Licht, ein brennendes Fass. Ich geh kaputt. Ich geh kaputt. Ja, mecker du mal. Warum habe ich auch die Fackel vergessen, nicht verloren? Jetzt weißt du, der Weg ist so verdammt weit. So, wenn ich jetzt erst heimlatschen muss und wir dann wieder zum Café latschen müssen, das ist weit. Okay, warte mal, warte mal. Aber ich sehe überall brennende Fässer jetzt. Das ist wunderschön. So, warte mal. Hey, du! Hey, du! Komm mal her da. Warte, warte. Nee, der arbeitet hier gerade ein bisschen komisch. Geh kaputt. Ohne Licht. Oh, jetzt wird's Tag. Au! Au! Okay, er ist tot. Er ist tot. Oh Mann, ich muss eine Tablette nehmen. Wir müssen Honig nehmen. Also dieser Spielstand ist sowas von Pech verfolgt. Toll. Jetzt ist wieder Tag, weißt du? Jetzt ist wieder Licht und wir sehen wieder was. Boah, ist das gemein. So, jetzt gut. Jetzt können wir da hinten aber gar nicht mehr so rein, wie ich wollte. Deswegen, wir holen uns jetzt einfach irgendwo ein Endloot, damit wir einfach noch ein klitzekleines Erfolgserlebnis haben hier. Ist das gemein. Warte mal, wäre hier vielleicht eine Fackel? Hier waren wir schon, da waren wir schon im Bobs Café und in dem Bassbar waren wir auch schon, weil wir einen Kochgrill gesucht haben. Deswegen, wir gehen jetzt hier in das Motel. Ich weiß gar nicht, ob in den ganzen Häusern was Anständiges ist an Loot. Aber wir wissen, dass es hier den Endloot gibt. Und den werden wir uns jetzt einfach rausklamopsen. So einfach machen wir das. So. Dann. Ach ja, das haben die auch geändert hier. Das kann weg. Das machen wir jetzt mal doch hier hin. Wir haben 8 Schuss. 8 Schuss hätten wir. Ich hasse diese Waffen. Aber wir kriegen hier so auf die Schnauze und ich habe nichts. Komm, pfeif drauf, schmeiß den Kram weg. Da können wir nochmal Pfeile draus basteln. Ja, ich weiß, du hast Hunger, Pipi, kalt. So, nur Arm meckern. Das da weg. Ja, jetzt, wo sind die Zombies? Die kommen gleich von... früher konnte man da besser gucken. Einmal kurz reparieren alles. Dann schauen wir da mal rein. Da wäre auch... Ne, das ist Munition, keine Heilung. Ha, mal gucken, ob wir hier dann noch den Endloot so... Ja, doch, bekommen wir noch. So, braucht man nicht. Helmlicht! Helmlicht! Wir haben Helmlicht! Oh, ist ja besser als wir alles, was wir so gefunden haben. Magazin, Vergrößerung für die Schrotzer. Und was zu essen? Was zum Schrotten und ein Helmlicht. Oh, wir haben gewonnen, Leute. Verändern. Macht die Kappe raus, macht die Lampe rein. Pfeift doch auf Fackelmann. Okay, vielen Dank fürs Pfötchen drücken. Wir haben Helmlicht, so muss das sein. Jetzt erstmal schön, oh, da ist Heilung, die nehme ich als erstes mit. Oh, ist das toll. Tag 5 und wir haben Helmlicht. Also so viel Glück hatte ich ja noch nie. Aber, na, aus der Not heraus noch schnell gedacht. Wenigstens hier reingehen und jetzt haben wir hier den Checkpot geknackt. Es ist so mega. Es ist so toll. Oh, da kommen ein paar Filo. Ja, den könnt ihr ruhig kaputt machen, den Fernseher. Das ist nicht schlimm. Ach, sehr schön. Mich freut es gerade. Diese Kurzschlussentscheidung war einfach jetzt der Hammer. Habt ihr gut gemacht, meine Lieben. Habt ihr gut gemacht.
So, warte, ich brauche Ausdauer. So, den Block lasst ihr mal schön in Ruhe. Danke. Den Kleinen vielleicht töten. So, jawohl, der Kleine ist tot. Wir brauchen mehr Energie. Und dann schauen wir nämlich, da hinten sind noch Bücher. Und dann können wir nächstes Mal eine Schmiede bauen. Und dann wieder lostigern. Also in diesem Navy-Skin, deiner will ich auf jeden Fall nochmal gehen. Jetzt haben wir ja auch nicht mehr das Problem, dass wir nichts sehen. Hammer, Hammer. Ich freue mich einfach. Jetzt, wieso schummelt ihr euch immer so raus? Ihr seid solche Rollen-Cheater, ne? Ja. Ihr seid richtig Rolle-Cheater. Ich sag's euch. So, das erstmal. Dann das hier reparieren. Das kann weg. Aus dem könnte man. Ne, kann man nicht, weil keine Pfeile. So. Und du, Alunke? Was mache ich jetzt mit dir? Okay, warte. Ich hab dich getroffen. Ja, komm, wir lassen ihn raus. Bringt ja nichts, wenn der da so am Boden rumkriecht. Da kommen wir nicht weiter. Warte, Abstand gewinnen. Zielen, treffen. Na, ich sollte treffen, wenn dann schon. So, warte, ich brauche mehr Haus. Ah, braucht man nicht mehr. Er ist tot. Er ist tot. So. Handwerk für Elektronik. Dann haben wir hier nämlich auch noch vielleicht schöne Bücher. Hier noch schöne Loot, zwei Kartoffeln. Noch mehr Elektronik. Dann noch ein Fahrzeug. Jetzt, wir können Fahrrad. Ja, nächste Problem ist jetzt erstmal eine Werkbank kriegen. Wir haben jetzt gerade mal die Schmiede bekommen. Das heißt, jetzt brauchen wir ganz viele Arbeitsstationenbücher, um Dings zu bekommen. So, trinken. Na gut, da können wir gerade auch noch reingucken. Oh ja, sehr schön Heilung. Na toll. Blödes Papier. Suche ich in Heilung Papier, was eigentlich nur Munition bietet? So ein Käse. So, gut, dann würde ich sagen, ich stiefel nach Hause. Wir haben definitiv den Checkpot geknackt, ja. Was kann ich eigentlich an Rüstung herstellen? Nur mal aus Interesse, 2 Qualität. Okay, wir haben aber schon 3 an. Dann passt das. Wir haben auf jeden Fall den Checkpot geknackt. Da habt ihr ganz brav Pfötchen gedrückt. Und gleich noch ein Knüppelbuch dazu. Jawohl, das machen wir jetzt noch. Läuft bei uns. Endlich einen 2er Holzknüppel. Oh Mann. Jetzt also Licht, Knüppel. Es ist Weihnachten und Ostern zugleich, oder? Nee, dann hätte ich noch die Wassermod bekommen. Okay, dann würde ich sagen, nächstes Mal haben wir noch mehr Glück. Und ich renne jetzt erstmal nach Hause. Und bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.